10. Spieltag in der Verbandsliga Südwest. Fortuna Mombach empfängt die Hassia aus Bingen. Bei Mombach nach der katastrophalen Saison in der vergangenen Spielzeit ist es diese Saison eher die Leichtigkeit des Seins. Bei der Hassia ist der Druck von außen enorm. Aufstieg für die Hassia, davon reden viele, wie das Spiel hier läuft. Ihr seht's, wie immer, bei uns auf FUPA. Die Partie unter der Leitung von Schiedsrichter Thorsten Gerhard Braun mit schwachem Beginn. Beide Mannschaften agieren verhalten, viel zu passiv. Torraumszenen, daher Mangelware. Die erste Chance für Bingens Valeria Gierla in der 29. Minute vergeben. Hektische Betriebsamkeit, spürbare Energie und lautstarke Kommandos dafür aus den Coaching-Zonen. 0:0, der Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel weiterhin wenig Glanzpunkte. Minute 63, Hassia mit dem Eckball. Sascha Kraft bringt den Ball, Fabian Liesenfeld mit Maß. 0:1 für die Gäste. Und wieder, nur 5 Minuten später, Bingens Valeria Gierla auf Serdar Mükerim. 0:2. Mombach erledigt? Nein. Die 71. Minute. Freistoß für die Gastgeber. Der gut getretene Ball von Christian George, eigentlich geklärt. Stefan Kühne bekommt den Ball. Ein Gewaltschuss, der Anschluss. Dann wieder Hektik auf dem Platz und vermehrt regelwidrige Zweikämpfe. Wir springen in die Schlussphase. Minute 88, wieder ist es Mombachs Christian George. Abnehmer diesmal Mohamed Jamali, 2:2. Der Ausgleich und das Endergebnis. Bingen verpasst den Sprung an die Tabellenspitze. Mombach feiert den Punktgewinn. Punktgewinn oder 2 Punkte verloren? Nach dem Spielverlauf, ja, wir müssen das über die Zeit bringen. Wir haben so eine erfahrene Mannschaft, da müssen wir das einfach über die Zeit bringen. Das waren 2 Punkte verloren. Für Mombach wichtig, natürlich. Für uns, das sind genau die Spiele, wo man Punkte holen muss. Also 2 Punkte auf jeden Fall mehr, ja. Wir halten dich nicht länger auf, der Rest der Mannschaft ist schon in der Kabine verschwunden. Der Frust scheint dann doch sehr groß zu sein und wünschen alles Gute weiterhin. Ja, Dankeschön. Thomas, wir haben das in der Anmoderation ein bisschen aufgenommen, die Leichtigkeit des Seins in dieser Saison. Ihr habt keinen Erwartungsdruck. Ihr habt eine Mannschaft, die funktioniert und die funktioniert besser als vergangenes Jahr. Jetzt habt ihr 2:0 hinten gelegen, 2:2 am Ende. Wie wichtig ist es? Und so leicht war das heute mit Sicherheit nicht. Nein, also leicht war das auf gar keinen Fall. Die Jungs, ich freue mich einfach für die Jungs, dass wir da das 2:2 noch geholt haben. Und für uns ist auch der Punktgewinn ein gefühlter Dreier. Und Moment, komm mal her, mein Schatz, komm mal. Und für uns ist der Punktgewinn, wie ein gefühlter Dreier, weil wenn du in der letzten Minute natürlich noch dann, oder in der vorletzten Minute, noch einen Treffer erzielst, obwohl das für mich einfach heute auch eigentlich so ein typisches 0-0-Spiel war. Es war jetzt kein gutes Verbandsligaspiel, von beiden Mannschaften nicht. Gut, dann ist es meistens so, dass mir durch Standards dann vielleicht irgendwas geht. So war es ja bei Bing gewesen, so war es auch dann bei uns. Und von daher gesehen bin ich überglücklich und deswegen auch ein bisschen heiser von der Stimme her, weil wir natürlich draußen auch, oder ich gerade, Emotionen auch gezeigt habe und emotional dabei bin. Und, aber wie gesagt, das ist mir alles egal. Habt ihr noch den Punkt heute geholt? Dann gratulieren wir zu dem Punkt. Halten dich nicht länger auf. Ja, danke. Vielen Dank. Kein Thema. Bis demnächst. Bis demnächst, ja. Alles Ciao. Klar.